Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Wir wollen heute das Spiel Quack Quack von Novis vorstellen. Das ist ein ganz schnelles, leichtes Spiel für kleine Kinder ab 4 Jahren. Es macht sehr viel Spaß, es ist sehr witzig. Und ja, ich packe es mal aus, dann könnt ihr sehen, was alles drin ist. Also, wir haben schon ein paar Mal gespielt. Hier schon alles vorbereitet. So, man hat hier einen Teich und man hat für jeden Spieler eine Schale. Das ist das Entennest. Kriegen die mal auseinander. 4 Stück, 4 Entennester. Und man hat 4 Farben. Lila, Grün, Rot und Blau. Ich spiele Farbe Grün, so wie immer. Lona, welche Farbe willst du? Meine Frau nimmt Rot. Grün, Rot, gegeneinander kämpfen. Und es kommen die Eier noch hier rein. Bei dem Spiel gibt es laut Spielregeln 2 Varianten. Man kann wahrscheinlich noch eigene Varianten dazu machen, wenn man möchte, sich selber welche ausdenken. Aber ich stelle erstmal nur die beiden Varianten vor. Die eine Variante ist, der erste Spieler oder der die meisten Eier sich so schnappt, das wird um Kopf gebunden. Dann schnappt man sich das Ei. So. Seht ihr? Das Ei schnappt man sich und legt es dann so ab. Dann zum nächsten. Und dann wieder ablegen. Und den nächsten. Und wieder ablegen. So, die eine Variante ist, der Spieler, der am meisten Eier hat, hat gewonnen. Das war die eine Variante. Dann gibt es noch die andere Variante, zum Beispiel, ich nenne das jetzt mal Eierraub. Wenn ich jetzt grün bin und als erstes, wenn ich grün bin und rot, Slona, und ich als erstes alle roten Eier aus dem Teich geangelt habe, dann rufe ich Quack Quack und Lona hat dann verloren. Oder wenn Lona meine ganzen Eier rausgesammelt hat, schreit sie Quack Quack, dann habe ich verloren. Ja. Also das nenne ich Eierklau. Aber das geht ein bisschen schneller, macht aber glaube ich mehr Spaß, wenn man mehr ist. Wenn man alleine ist, ist glaube ich besser, wenn man, weil man zu zweit spielt, ist vielleicht besser, wenn man alle Eier sammelt. Dann wird es auch ein bisschen spannender, dann muss man nicht nochmal nachzählen, als wenn ich jetzt nur die roten Eier von Lona klaue und schreie Quack Quack und der Lona nur die grünen Eier klaut und schreit Quack Quack. Also das ist eigentlich der Aufbau. Mehr ist da nicht zu beachten bei dem Spiel. Ist ganz leicht, ist ab 4 Jahren, wie schon gesagt. Ja, das war erstmal zum Aufbauen, zum Erklären. Und das geht natürlich gleichzeitig. Ist nicht abwechselnd, sondern gleichzeitig. Gut, jetzt werden wir das Spiel spielen. Ich werde die ganze Perspektive reinmachen und dann geht's los.